Magie. Jeder von uns hat mit 13, 14, 15 Jahren Liebeszauber angewandt. Dazu gehört zum Beispiel das auf Geburtstagen beliebte Spiel des Flaschendrehens. Es wird zwar meist so gespielt, dass einer aus dem Kreis die Flasche dreht, aber jeder spürt, dass dieser im Moment des Drehens aus dem Kreis heraustritt und nicht dazugehört. Zwei, die die Flasche für denkbar kurze Zeit zu einem Paar macht, küssen einander. Entweder enthüllt die Flasche eine bisher geheime Zuneigung oder sie erzeugt durch den Zwang der Regel eine Berührung, die nachfolgend Zuneigung auslösen kann. Oder sie vermindert die Furcht vor einer Berührung, die bisher möglicherweise Zuneigung verhindert hat, sei es innerhalb, sei es außerhalb des Spielkreises. Wichtig an diesem Spiel ist, dass die Entscheidung der Flasche unwidersprochen anerkannt wird, wie etwa die eines Orakels, das ja auch nur etwas anzeigt oder sichtbar macht, aber selbst nichts verändert. Derjenige, der die Flasche dreht, hat mit der Entscheidung der Flasche gar nichts zu tun und waltet nur eines Amtes, in dem er sie dreht. Er ist sozusagen das Medium, ein Hilfsmittel. Bestimmte Kombinationen durch Eingreifen herbeizuführen, um den eigenen Wünschen oder den Wünschen anderer Beteiligter zu entsprechen, wäre ein Regelverstoß und würde mit Protest quittiert. Ziel des Spiels ist es ja, gewissermaßen einen Schleier zu heben und den Beteiligten einen Blick auf das Wirken von Kräften zu gestatten. Einen zeitlich und dem Umfang nach begrenzten Blick auf Kräfte, die im Geheimen tätig sind. Niemandem kann dabei eine Schuld zugerechnet werden, denn alles, was geschieht, hat ja die Flasche herbeigeführt. Und mitzumachen bedeutet, diese Regeln anzuerkennen. Wer das nicht will, muss den Kreis verlassen. Ist es erlaubt, dieses Spiel Magie zu nennen? Ich denke ja. Und zwar wegen dieser charakteristischen Punkte. Erstens. Es gibt ein definiertes Verfahren, das angewandt und vor Beginn erklärt und angenommen wird. Zweitens. Das Ergebnis ist vom Willen der Beteiligten unabhängig, gibt aber begrenzten Aufschluss über verborgene Eigenschaften der Beteiligten und über die wirkenden Kräfte. Drittens, derjenige, der das Verfahren anwendet, bleibt unverändert. Viertens, Ziel des Verfahrens ist, dass andere handeln müssen. Fünftens, die Faszination des Spiels liegt in der Macht oder Kraft, die spielerisch zur Wirkung gebracht wird. Wenn wir das Magie nennen, ist damit noch kein Urteil gesprochen. Das ist nur ein Name für einen Satz von Regeln, den eine Gruppe von Menschen befolgt. Magie dieser Art ist oft von einfachen Grundsätzen nicht zu trennen. Und im jugendlichen Alter unterscheiden sich Jungen und Mädchen kaum darin, dass ihnen solche Regeln sehr wichtig sind. Sie fühlen sich allerlei wirksamen Mächten und Kräften außerhalb und innerhalb ihrer selbst ausgesetzt und durch stärker werden oder klüger werden, nach und nach einige Kräfte steuern und in die Hand bekommen zu können, hat etwas Faszinierendes und Magisches. Eine Zeit lang habe ich gedacht, erwachsen werden bedeute überhaupt nichts anderes, als immer mehr dieser Regeln zu lernen und anzuwenden, wie ebenso viele Zaubersprüche. Aber dann blieb immer noch die Gestalt der Welt ein Rätsel, wenn sie so eingerichtet war, dass alle Erwachsenen diese Regeln folgten, die jedoch nirgendwo aufgezeichnet waren. Warum diese Geheimhaltung bei absolut notwendigen Kenntnissen? Warum eine sichtbare Welt nach unsichtbaren Regeln steuern? Ist Kenntnis dieser Regeln entscheidend?
Und wenn es nun nicht gelingt, diese gläserne Oberfläche zu durchdringen, bin ich dann verloren? Wohin gerate ich dann? Ich war mir damals vor allem meiner Schwäche bewusst. Ich wusste, dass ich diese Regeln nicht kannte, aber unbedingt kennen musste. Dass ich denjenigen, die die Regeln schon kannten, ausgeliefert wäre, solange ich unwissend war. Dass es jedoch, wenn man die Regeln kannte und anwandte, wichtig war, die Kenntnis und Anwendung zu verbergen. Denn die äußere Erscheinung musste Selbstsicherheit und Kraft ausdrücken, so als hätten sich diese persönlichen Eigenschaften und nicht unpersönliche Regeln oder Kräfte ausgewirkt. Um selbstsicher scheinen zu können, musste ich also die Regeln anwenden, ohne von ihrer Wirkung selber erfasst zu werden. Um Auseinandersetzungen mit anderen zu vermeiden, musste ich also Kenntnis und Anwendung verbergen. Und damit wusste ich schon, wie die Erwachsenenwelt aussah und wie ich zu werden hatte. Es ist, glaube ich, kein Wunder, dass junge Leute zuerst Liebeszauber ausüben. Denn wenn man aufhört, Kind zu sein, begegnet man als erstes der unbegreiflichen und erschreckenden Tatsache, dass es zwei Sorten von Menschen gibt, von denen eine, nämlich die jeweils andere, undurchschaubar ist. Ich bin ich. Aber was sind eigentlich die anderen? Und bald kommt dazu das unpersönliche Wissen, dass diese anderen gelenkt und beherrscht werden müssen, wenn auch der Grund noch nicht klar ist. Das ist die Zeit der Ratgeberseiten und Kummerkästen. Um einen her ist ein Sturm, aber man darf nicht zulassen, dass man fortgewirbelt wird. Man muss wissen, aber die anderen sollen nur erfahren, was einem nicht schadet. Angst und Schrecken, Spiel und Mechanik. Der einzige Weg zur Sicherheit ist da die Magie. Und wenn die Schwäche nicht verfliegt, bleibt man auch als Erwachsener dabei. Alles, was Erwachsene an Intrigen anzetteln, alles, was bei Erwachsenen Launenhaftigkeit genannt wird, ist im Grunde Magie. Aber die Schwäche, die sich im Kern immer fühlbar macht, ist bei den Launenhaften und Intriganten sehr viel stärker als damals, als sie jung und im Wachsen waren. Und die Magie hat sich verdüstert, sie hat sich in schwarze Magie verwandelt, und zwar dadurch, dass der erste charakteristische Punkt weggefallen ist. Es wird nicht mehr erklärt, dass jetzt ein Verfahren angewandt wird. Und derjenige, auf den es angewandt wird, erfährt nichts davon und wird nicht um sein Einverständnis gebeten, wird unwissend gehalten. All das vergrößert natürlich die Macht des Anwenders. Und die Macht muss auch immer größer werden, weil die Schwäche im Innern auch immer größer wird. Denn die schwarze Magie hat die Eigenschaft, sich immer auszubreiten. Sie wirkt. Und hat man sie auf einem Gebiet erfolgreich angewandt, ist bald nicht mehr einzusehen, warum sie nicht auf ein zweites, drittes und so weiter angewandt werden sollte. Wichtig ist aber immer, und das ist auch der Antrieb für ihre Verwendung, der andere wird zum Handeln veranlasst. Er wird beeinflusst und verändert. Der Anwendende selbst aber, der Magier, verändert sich nicht. Er ist Herr des Verfahrens und Meister seiner Anwendung. Er sät und erntet, und der andere ist nur der Acker. Gerade dass der andere, ohne es zu wissen, bestimmten Regeln folgt, macht ihn zum Acker. Jungs glauben mit 14 zum Beispiel, es sei ein Konstruktionsprinzip von Mädchen, auf Sätze wie »Ich liebe dich« und auf Blumen mit Aufgabe ihres Widerstands zu reagieren. Und Mädchen glauben zur selben Zeit, es sei ein Konstruktionsprinzip von Jungen, Zaubersprüche und magische Gaben anzuwenden, selbst aber durch dosierte Unberechenbarkeit, also durch Launen, lenkbar zu sein.
Nichts ist in diesem Alter so einleuchtend wie Klischees und manche kommen ihr Leben lang nicht davon los. Aber die schwarze Magie wird auch auf anderen Gebieten angewandt. In der Kindererziehung mit Formeln wie »Du bist schon genau wie dein Vater« oder »Enttäusch mich diesmal nicht«. Im Arbeitsalltag mit Formeln wie »Werden Sie das wohl diesmal hinbekommen?« oder »Ich dachte, ich könnte mich auf Sie verlassen.« Oder in Beziehungen mit Formeln wie »Denk mal scharf nach« oder »Wirst du mir wieder wehtun?« Die Macht, der jemand durch solche Sätze unterworfen werden soll, ist wie ein großer dunkler Raum, in den man hineingezogen wird. Die Norm, der ich genügen soll, wird mir nicht erklärt, und das Urteil darüber, ob ich ihr gerecht geworden bin, steht vollkommen außerhalb von allem, was ich selbst beeinflussen kann. Dennoch wird von mir der Einsatz aller meiner Kräfte verlangt. Ich statte selbst die unbekannte Macht mit allen Kräften aus, die sie benötigt, um mich zu fesseln und ohnmächtig zu halten. Das hat etwas Maschinenmäßiges, Kaltes und Stummes. Aber diese Einsicht in die Mechanik der schwarzen Magie lenkt unseren Blick auf den ersten Schritt, den wir aus ihrem Machtbereich tun können. Jesus stellt sich vor uns und schneidet der schwarzen Magie die Energiezufuhr ab. Wir erkennen die Schwäche dessen, der mit solchen Maschinen arbeiten muss, um selbst Macht zu bekommen. Das Konstruierte und Abgeleitete einer Macht, die erst andere machtlos machen muss, bevor sie überhaupt in Erscheinung treten kann. Wir erkennen auch, dass es nicht darum gehen kann, einfach nur alles umzukehren und aus der Rolle des Ohnmächtigen nun in die des Mächtigen zu schlüpfen, vom Objekt der schwarzen Magie selbst zum Anwender von Magie zu werden, denn das ist dieselbe Unfreiheit. Worum es wirklich geht und wie die wirkliche Freiheit aussieht, werden wir erst nach einiger Zeit erfahren. Für jeden wird das anders aussehen. Den ersten Schritt können wir aber im Gebet tun. Herr, ich fühle mich diesen Worten, diesen Personen ausgeliefert. Ich habe keine Kraft mehr übrig, die ich noch geben könnte. Sei du bei mir, sieh mein Elend und meine Schwäche. Tritt du vor mich hin und schütze mich. Gib mir Ruhe, umgib mich mit deinem Frieden. Lass mich atmen. Ich will warten, was du tun wirst, und ich will auf die Kraft warten, die du mir geben wirst, um auch selbst zu handeln. Dir unterstelle ich dies alles. Dir vertraue ich mich an.